lieben Freunde. Wir machen wieder ein neues Kapitel auf heute. Also ich mache ein neues Kapitel auf. Fotograf James Abbey. Ausstellungskatalog mit vielen von deinen Fotos, von deinen vielen Reisen durch Europa unter anderem. Heute sind wir London, Paris, New York, auch Amerika, New York. Und Themen haben wir London, Paris, New York, deine Fotos. Es kommen jetzt gleich eine ganze Menge Fotos von ihm. Ne? Dann geht's hier los. Paris war reif für die Theaterfotografie und ich war reif für Paris. Also Text von James Abbey. Man schrieb das Jahr 1923. Während der Wintermonate wärmte der große Ofen in meinem Studio zahlreiche Besucher. Zu ihnen gehörte die wunderschöne Bessie Love. Oh, der amerikanische Stummfilmstar ersten Ranges. Stummfilmzeit, ne? Die Dolly Sisters, die auf dem Gipfel ihres Ruhms standen, kamen ebenfalls. In den 20er Jahren hatten die das Moulin Rouge mit einer aufwendigen Revue erobert, die Monate im Voraus ausgebucht war. Alte Freunde aus den Staaten tauchten dauernd in Paris auf. Chaplin, Mark Connolly, Jack Dempsey, der Boxer damals, Gilda Gray, Mary Pickford und Douglas Fairbanks, wow. Lillian und Dorothy Gish, Murray Anderson, Fred und Adele Astaire, Fred Astaire, damals ein toller Tänzer. Und viele andere. Eines Tages, als Anna Pavlova, auch eine Tänzerin, mich dazu inspiriert hatte, ihr fotografisch annähernd Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und ihr ansprechendes Gesicht beobachtete und auf anerkennende Worte hoffte, machte sie mir eines der größten Komplimente, das ich je bekam. Wohlbemerkt, das war vor der Zeit des Ton- und Farbfilms. Sie legte die Kontaktabzüge, die sie studiert hatte, wieder hin, richtete ihren hypnotischen Blick auf mich und sagte, Abbey, Ihre Kunst wird weiterleben. Die meine wird sterben, wenn ich sterbe. Meine Antwort auf dieses Kompliment, das mir viel bedeutete, war nicht nur ein Bon mot. Ich meinte es ehrlich, als ich ihr sagte, Madame, Sie bringen den Künstler in jedem zum Vorschein, der das Privileg hat, mit Ihnen zu arbeiten. Tolle Komplimente. Anna Pavlova ging auf eine Weise mit Leib und Seele in ihrer Arbeit auf, wie kaum jemand sonst, mit dem ich Kontakt kam. Es traf zu, dass ihre kunstvolle Art des Tanzes in jener Epoche vor der Einführung des hochentwickelten Ton- und Farbfilms nicht für die Nachwelt bewahrt werden konnte. Aber ihr Ruhm als große Tänzerin, wie er in Büchern und anderen Publikationen weltweit festgehalten wurde, sollte dennoch ihren Beitrag zum Ballett für alle Zeiten unter Beweis stellen. Text von James Abbey. So, mein Hund, der ständige Begleiter. Neuer Platz am Fenster, es regnet in Strömen. Was soll man besser machen? Beine hochlegen und dann Fotos begucken oder das tun, was einen interessiert. Jetzt schauen wir uns mal die Fotos an. So, hier haben wir jetzt die ersten Fotos von aus London, John Barrymore. John Barrymore in der Garderobe anlässlich einer Aufführung des Hamlet. Wow. Royal Theatre, Haymarket, London. Und hier haben wir Lionel und John Barrymore in The Jazz, New York 1919. Diese tollen Standfotos, die da alten, finde ich wunderbar. Der Schauspieler Richard Barcelmesque, nobody knows him, New York 1920. Hier, James Abbey mit seiner Auftraggeberin Dorothy Gish, Paris 1927, Aufnahme von Richard Barcelmesque. So weiter. Wunderbare Bilder. Auf der rechten Seite hier, tolles Bild. Yvonne Printemps, Paris 1923.
Hier oben links, oh, ne, sein schönes Bild. Sieht aus, wenn er einen Schlafanzug anhat, ne? Ja. Gut im Hintergrund. Gertrude Lawrence and Noel Coward in der Revue London Calling Duke of York's Theatre. In London 1923. Und hier die Auftraggeberin, also die diese Fotos beauftragt hat von ihm, das ist Dorothy Gish in dem Film London, England 1926. Dann eben Gertrude Lawrence 1923 in London. Schauen wir weiter. Ja, jetzt wird interessanter, schöne große Fotos. Hier haben wir die Dolly Sisters, davon von den beiden war eben die Rede. Dolly Sisters Paris 1924. Wieder die Dolly Sisters, das waren Revue Girls. Ne? Singen, tanzen und so weiter. Machen wir mal das Ding hier weg. Das sieht doch gut aus, ne? Ja. Hübsche Beine. Die Dolly Sisters in Kostüm für ihre Revue Paris, New York. Casino de Paris 1927. Links, wen haben wir denn da? Was für eine tolle eine Kostümkomposition hier. Moulin Rouge Paris 1925. Miss Tinguet. Spielhölle. Ja, die beiden Fotos finde ich einfach wundervoll. Die Darstellung dieser bezaubernden jungen Schauspielerin, Bessie Love heißt sie, in einem Kleid von Jean Patou, Paris 1925. Rechts auf dem Bild, Bessie Love während der Kleiderprobe, Paris 1925. Maurice Chevalier hier unten links, der ist sogar in Deutschland lange Jahre bekannt. Maurice Chevalier, der ein Chansonnier aus Paris, 1924 in jungen Jahren. Das ist ein wunderbares Bild, ne? Herrlich, diese Tracht in Nationaltracht, Paris 1927. Nächstes, ach guck mal, Posing. So, Tilly Loche, Paris 1927, wer auch immer das ist. Aber die Beleuchtung, da sieht man natürlich Standfotografie mit spezieller Beleuchtung, ne? Licht und Schatten im Hintergrund. Ein tolles Foto. Wie heißt die Tänzerin? Ida Rubinstein, die als Kameliendame. Wow, war ein berühmtes Stück, die Kameliendame. Also alles Theaterstücke hier. Ja, guck mal, und die ganzen Revue-Tänzerinnen machen auch mal Pause. Hübsche Beine, ne? Guck mal, das war der, damals war die Mode eben so, dass nicht dieses extrem schlanke, Zwiggy-artige, magere aktuell war, sondern die hatten einfach ganz normale Figuren, ne? Würde ich sagen heute. Britische Revue-Tänzerinnen in, by the way, New York 1925. Hier sitzen zum Beispiel Schauspielschülerinnen von Maestro Emanuelo, Paris 1925. Alle hängen an seinen Lippen. Das ist auch interessant hier. Hinter den Kulissen einer Pariser Revue. Da wird geprobt. Ne? Wirkt auch sehr tolle Ausstrahlung. Ja, das Ganze mit der Beleuchtung und alles. Links Revue-Mädchen der Folie Bergère. Das ist ein berühmtes Revue-Theater in Paris. Folie Bergère. Paris 1926-27. Hier eine Beilage der Frankfurter Zeitung für Mode und Gesellschaft. Für die Frau. Josephine Baker. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat auch Josephine Baker fotografiert. Josephine Baker in meiner Jugend war die noch bekannt. Trat sogar im Fernsehen noch auf. Oder es wurden Filme von ihr gezeigt. Noch in Schwarz-Weiß und so weiter. Josephine Baker in La Revue Nigre Paris 1925. Der Maler Kees van Dongen. Bezaubernde, Anna Pavlova 1927, eine bezaubernde Tänzerin. Toll, tolle Bilder, würde ich sagen. Wow. Anna Pavlova, Training, sie steht auf den Zehenspitzen, wie sie das gelernt hat. Wunderbar. Mit ihrem Pianisten, wenn ich ein bisschen vorschieben, kriege ich keine Luft mehr. In der Garderobe, Anna Pavlova in der Garderobe, Champs-Élysées Paris 1927.
Anna Pavlova. Backstage im Theater. Toll. Hat eine, finde ich, eine unheimlich tolle Ausstrahlung. André de Longo gestellt. Ja, ist klar, Standbild, ne? Die Kameras waren eben so. Ne? Hinten der Schatten, wahrscheinlich sogar noch eine Blitzlichtaufnahme mit diesem Blitzpulver, haben wir schon mal von geredet. Da haben wir hier ganz was Modernes. Guck dir das mal an hier. So, ja, ich versuche gerade zu entziffern, wie das heißt hier oben, das in Französisch. La Elibre Danse La Pavlova dans Don Quichotte, Paris. Paris Plaisir, so heißt das Foto. Fotografien von James Abbey, Juni 26. Hammer, ne? Don Quichotte, guck mal, was die denn für ein Bühnenbild hatten da. Und draußen regnet. Sieht doch beschaulich aus, ne? Guck mal, Kuno schläft, es regnet draußen. Ein Igel ist hier angesagt. So, ein Komiker auf der Bühne. Vermutlich Paris 1926. Rechts die Tänzerin Adore Avant aus einem Varieté des Moulin Rouge. Ah, was für ein modernes Bühnenbild, gibt es ja gar nicht. Szenen aus La Création du Monde, Ballet Nègre von Blaise Cendra, Paris 1925. Bühnenbild und Kostüme Fernand Léger. Wahnsinn, ne? Die hatten auch schon so ihre Ideen, ne? Guck dir das mal an. Unglaublich heute. Szenen aus La Création du Monde, Ballet Nègre, 1925. Haben wir hier auch wieder. Die hatten Masken auf. Haben. So, jetzt guck mal. Was haben wir hier? Das ist auch schön hier. Die Hände der französischen Pianistin Yves Curie. Paris 1926. À Paris. Teepause. Teepause während der Aufnahme von Limehouse Nights mit Dorothy Gish. Paul Whitman. Und dessen Jazzband. Schön, das gefällt mir. Links haben wir Trafalgar Square, da war ich auch schon mal. Also nur zum Sightseeing, nicht 1926, da war ich noch nicht geboren. Also Passanten am Trafalgar Square, London, circa 1925. Ja, erstmal vielen Dank. Wir haben wieder ein Kapitel hier bearbeitet. Bis zum nächsten Abschnitt. Und bis zur nächsten Story und den schönen Fotos von James Abbey. Tschüss zusammen, vielen Dank.